Ich bin gerade erst aufgestanden und meine Stimme ist noch nicht gut. Aaron Gordon wurde zur Trade Deadline für Gary Harris, den Rookie RJ Hampton und ein 2025 First Round Pick zu den Denver Nuggets getradet. Und diesen Move habe ich schon damals, was heißt damals, vor einer Woche, positiv bewertet. Durch den Abgang von Jeremy Grant letztes Jahr hat ein wichtiger Wing-Defender gefehlt, der den LeBron James oder den Kawhi Leonard der Gegner verteidigen kann. Und da hat man jetzt einen bekommen. Außerdem ist man den Vertrag von Gary Harris losgeworden, der in letzter Zeit stark abgebaut hat, und mit Aaron Gordon einen 25-Jährigen, der deutlich besser in die Timeline passt. Außerdem ist er in der Starting 5 eine bessere Option als der 36-jährige Paul Millsap. Und am Ende schauen wir uns doch mal an, wie gut der Trade bisher wirklich war und wie es jetzt für die Nuggets auch in Richtung Postseason aussieht. Aber jetzt erstmal zu Gordons Leistung in seinen bisher 4 Spielen für Denver bisher. Ich gehe jetzt nur auf die ersten 4 Spiele ein, vor ein paar Stunden war das 5. Aber dazu habe ich mir jetzt noch nichts angeguckt. Ich gehe meistens erstmal gerne auf die Stats ein und auch heute fangen wir damit an. Er legt bisher 14,3 Punkte, 4,8 Rebounds, 2,5 Assists, 1,3 Steals und 1 Block für die Denver Nuggets auf. Seine Assists sind ein bisschen runtergegangen im Vergleich zu seiner Orlando-Zeit, aber das liegt auch einfach daran, dass das nicht seine Aufgabe ist. Er kann für andere kreieren, das hat er bereits gezeigt, und ist einer der besseren Passing- und Playmaking-Forwards, aber hier spielt er eine andere Rolle als in Orlando und ist nicht der Typ, der für andere kreieren muss. Darauf kommen wir aber auch nochmal genauer zu sprechen. Daraus resultiert neben der geringeren Assist-Percentage aber auch eine deutlich geringere Turnover-Percentage. Die ist nämlich von knapp 16% auf knapp 10% gesunken bisher. Wie bei allen Werten ist das natürlich eine kleine Sample-Size aus seinen 4 bisherigen Spielen. Aber für mich ergibt es definitiv Sinn, dass dieser Wert in seiner neuen, kleineren Rolle auch geringer bleiben wird, als er es in Orlando war. Seine kleinere Rolle erkennt man auch ganz gut bei der Usage Rate, die von 25,3% auf 14,8% bisher runtergegangen ist. Dies ist aber bisher das Beste, was ihm für die Effektivität passieren konnte. Seine Effective Field Goal Percentage ist von 51,9%, also der 37er Percentile, auf 69,7% angestiegen, also 97er Percentile. Vor allem seine Two-Point-Percentage ist von 47,8% auf bisher unmenschliche knapp 76% angestiegen, was in der 99er Percentile rankt. Das ist ein unfassbarer Sprung bisher. Was dabei auch auffällt, ist, dass viel mehr seiner Würfe assisted sind im Vergleich zu vorher, und den Grund hatten wir schon mal. Er ist hier nicht mehr der Spieler, der den Angriff leitet, sondern ihm werden vor allem von Jokic deutlich leichtere und offene Looks besorgt. Da zeige ich euch gleich nochmal ein paar Beispiele, wie sich die beiden ergänzen bzw. welchen Vorteil Jokic für Aaron Gordon bietet. Also wie er an seine Spots kommt, welche Plays gelaufen werden und was man in Zukunft für Möglichkeiten mit den beiden hat. Von der Freiwurflinie und von Downtown hat er bisher einen Rückschritt gemacht, aber auch nicht allzu viele Würfe genommen. Aktuell steht er bei 3 von 9 Dreiern, wenn er noch einen Dreier trifft, dann steht er bei 4 aus 10 und ist wieder bei 40%. Im Gegensatz zu den Magic kommen hier seine meisten Dreier aus den Ecken, was vorher eher genau andersrum war. Und hier kommt er auch an einige offene Looks, die er vorher nicht so hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch hier wieder auf seine 37% der letzten beiden Jahre kommen wird. In seiner Karriere schießt Gordon nur knapp 32% von Downtown. Aber das liegt vor allem daran, dass er zu Beginn seiner Karriere echt schlechte Werte aufgelegt hat. In Orlando dieses Jahr und auch die Saison davor war es über 37% und ich glaube, er kann dieses Level auch beibehalten, vor allem jetzt mit den offeneren Looks. Dass Gordon ein guter Cutter und Driver ist, ist den meisten von uns, glaube ich, ein Begriff. Dazu trifft er dieses Jahr halt 83% seiner Würfe am Rim bei Denver und rankt damit in der 97er Percentile. Und auch aus der Midrange rankt er bisher in der 99er Percentile. Also wenn man sich mal seine Werte hier anguckt, das ist einfach überall so ein krasser Sprung. Ich glaube nicht, dass das auf diesem Level beibehalten wird. Das ist einfach ein zu großer Sprung, sondern dass sich das so langsam wieder absinkt ein bisschen. Aber die Werte werden auf jeden Fall besser sein als in Orlando. Aber was ganz deutlich wird, ist, dass Gordon das Team bisher auf beiden Seiten des Feldes verbessert. Bisher hat man alle 4 Spiele, wie schon gesagt, es geht nur um die ersten 4, mit ihm gewonnen. Gegen die Hawks, gegen die 76ers, gegen die Clippers und halt gegen die Magic. Mit ihm hat man die Gegner bisher mit 28,3 Punkten pro 100 Possessions outscored. Und das ist ein unfassbar großer Wert. Vor allem das Lineup aus Jamal Murray, Will Barton, MPJ, Aaron Gordon und Jokic überzeugt bisher. Und das ist, by the way, jetzt schon die Lineup, mit der in dieser Saison die meisten Possessions hatte, nach 4 Spielen. Diese 5 haben ein offensives Rating von 135 und ein defensives Rating von 102.
Dazu muss man aber auch sagen, dass vor allem MPJ und Murray gerade einen echt guten Stretch von Games haben und so schießt diese Lineup auch eine effective Field Goal Percentage von 65%. Und bevor wir jetzt zu verschiedenen Szenen kommen, ganz kurz zusammenfassen, was uns die Stats jetzt schon gezeigt haben. Aaron Gordon legt fast die gleichen Werte wie bei den Magic auf und das, obwohl er eine kleinere Rolle hat und viel weniger Abschlüsse nimmt. Er spielt bisher mit einer unfassbaren Effizienz, spielt weniger Turnover und hat sich perfekt bei den Nuggets eingelebt. Die meisten seiner Würfe sind assisted und er kriegt deutlich mehr offene Looks. Auch seine Assists sind runtergegangen, weil das jetzt halt nicht mehr seine primäre Aufgabe ist. Jedoch haben die Nuggets einen weiteren fähigen Playmaker auf den großen Positionen in ihrem Team aufgenommen. Also lass uns doch jetzt mal ein paar Szenen anschauen und wie er diese offenen Looks bekommt. Ich habe ja schon gesagt, dass er ein guter Cutter ist und da kommt es ihm ganz gelegen mit Jokic zusammenzuspielen, weil das einfach ein echt guter Fit ist. Hier zum Beispiel gegen die Clippers. Jokic bekommt hier einfach so viel Aufmerksamkeit. Seht ihr, wie sich hier die ganze Defense auf ihn konzentriert? Aaron Gordon merkt das und Jokic findet seinen neuen Mitspieler und der macht dann die einfachen Punkte. Meistens steht Aaron Gordon auf der Weak Side, wie auch hier in dem Angriff. Wieder zieht Jokic mit dem Post-Up die ganze Aufmerksamkeit der Defense auf sich und Aaron Gordon kriegt den offenen Look und dadurch kommt auch seine wahnsinnige Effizienz bisher zustande. Man läuft teilweise auch extra Plays für ihn und das macht ihn nur zu einer weiteren Waffe in der talentierten Denver Offense mit Michael Porter Jr., Murray und Co. Bisher ist er deutlich mehr Offball unterwegs und ich bin gespannt, wie sich sein Dreier halt entwickelt. Aktuell ja 3 von 9, aber ich gehe wie schon gesagt darauf aus, dass er wieder auf seine 36-37% kommt. Vor allem, wenn er jetzt viele offene Eckendreier wie zum Beispiel hier bekommt und langfristig würde damit auch Gefahr von außen ausstrahlen können. Eine echte Waffe, die ich mir vorstellen könnte, sind zum Beispiel Pick and Rolls bzw. Pick and Pops mit Aaron Gordon und Nikola Jokic. Zum Beispiel mit Jokic, der den Pick stellt und sich dann zur Dreierlinie begibt und den Dreier wirft. Wie gesagt, Gordon kann passen oder mit Aaron Gordon als Picksteller und wenn man dann wie hier Jokic trappt, geht das wohl meistens nicht gut und der bringt den Ball zu Aaron Gordon und wieder die einfachen Punkte. Ich habe ja schon mal kurz die Defense angesprochen und defensiv verstärkt dieses Team definitiv durch seine Athletik und seine Versatility. Er kann mehrere Positionen erfolgreich verteidigen und wird auch in Richtung Postseason der Typ bei den Nuggets sein, der die LeBron oder die Kawhis der Gegner verteidigen muss. Zum Beispiel hier, als er gegen die Clippers gespielt hat und Kawhi verteidigt hat. Also, wie bewerte ich diesen Trade bisher? Ihr habt wahrscheinlich schon rausgehört, dass es definitiv positiv ist. Und für mich ist das der bisher wohl einflussreichste Trade der Trading Deadline. Es hat einfach direkt geklickt und perfekt für beide Seiten gepasst. Die Nuggets haben eine Lücke im Roster gefüllt und Gordon spielt endlich mal für ein Team mit Ambition. Eine Situation, die er in seiner ganzen Karriere noch nicht hatte. Außerdem muss er nicht mehr die Angriffe für das Team öfter mal anführen, sondern genießt den Luxus, neben Nikola Jokic zu spielen und auch für diesen war das der optimale Trade, glaube ich. Offensiv ist er ein Rollenspiel mit einer kleineren Rolle, dort hat man aber auch andere. Dafür hebt er die Defense nochmal auf eine höhere Stufe und verbessert diese definitiv. Vor allem zeigt er, wieso mehrere Teams Interesse an ihm hatten und ich glaube, der Trade hat die Nuggets zu einem echten Contender gemacht. Ich glaube, sie können in einer 7-Spiele-Serie, wenn wirklich alles richtig läuft, jedes Team im Westen schlagen. Millsap und Green sind vernünftige Backup-Big-Man und man könnte wie letztes Jahr mindestens in die Conference-Finals kommen. Aber die Western Conference hat auch einfach so viele gute Mannschaften, also es gibt so viele Teams, denen ich zutrauen würde. Und jetzt seid ihr gefragt. Was haltet ihr von dem Trade und wie weit kann es für die Denver Nuggets dieses Jahr gehen, eurer Meinung nach? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und dann hören wir uns das nächste Mal.